Gut, ihr Zuschauer da draußen, willkommen zurück im LS19 auf der Südhemmen. Ist immer noch stockdunkel, ne? Ich könnte gerade durchdrehen. Aber ich möchte halt, ich möchte halt jetzt erstmal, habe jetzt noch 580 Euro auf dem Konto. Ich hole jetzt die zweite Fuhre Diesel. Und die würde ich gern zu Geld machen am Hafen. Deswegen sind wir noch da, weil wenn ich jetzt vorspule, die Nacht überspringen, dann sind wir böse im Soll. Wird sowieso heftig mit den Zinsen und so weiter, die wir zahlen müssen. Ich sehe jetzt ja keinen Schlauch, aber es scheint noch. Ja, geräuschetechnisch läuft es noch. Jawohl, also der Diesel wird gefüllt, sehe ich gerade. Das Saatgut im New Holland wird weniger, das heißt, der läuft auch noch. Dünger ist fertig, soweit ist alles fertig. Feld 14 müssen wir noch ansehen, noch bearbeiten. Aber bitte erst, wenn es hell ist. So. Du bist voll, das freut mich. Auf, direkt zum Hafen. Komposter hat mittlerweile Sprit. Unser Diesellager im Hof ist auch gefüllt. Wir bräuchten normal noch Diesel für den Torf unten, aber das machen wir später. Dürfte eigentlich noch in der Raffinerie, wenn wir jetzt die Nacht übersprungen haben, dürfte in der Raffinerie wieder ein voller Sattelzug an Diesel vorhanden sein. Das heißt, dann können wir dann, wenn es hell ist, das nächste Mal, keine Ahnung, ob wir es gleich machen, können wir dann nämlich unten an die Torfgrube, sagt man so, die Torfherstellung kann man halt dann fahren. So. Jetzt habe ich mal dezent gebildet ausgedrückt, nicht. So, ab zum Hafen. Fahren wir eins weiter. So, die Zeitspule rein machen wir mal auf Echtzeit, also auf 1. Wo muss ich denn hier abfahren? Ah, dauert noch ein bisschen. Weil es reicht ja, wenn wir nachher dann die Nacht überspringen. Mit dem Vorspulen, dann passt es. So, hier würde ich gerne abbiegen. So. Ist schon fast ein bisschen wie das ETS oder ATS, was ihr mehr zockt. Habe ich jetzt persönlich, ich habe es zwar. Den Euro Truck Simulator habe ich auch. Aber jetzt, noch nicht auf den Gedanken gekommen, das zu spielen bzw. hochzuladen. So, wo ist das Fahrzeug? Ich hoffe, dass ich vorbei bin. So, wichtig ist, dass mir hier an den Übergängen nicht hängen bleibt, wie es ja am vorletzten LKW der Fall war. Aber kann eigentlich mit dem Sattelauflieger nicht passieren. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ui, es war knapp. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das hier funktioniert. Oh, sehr schön, denn die Holland hatte Spargel fertig. Das passt doch optimal, wenn wir hier den Diesel verkauft haben. Dann können wir zurück zum Hof fahren. Fahren die New Holland in die Garage. Ne? Und dann können wir endlich ins Bauernhaus, ins Landhaus gehen und schlafen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, siehst du mal. Das läuft doch. In der Zeit können wir den T7 heimfahren. Da ist er. Du bist fertig, sagst du, ne? Genau. 1252 Punkte, sehr gut. Hat gerade so gereicht für das Saatgut, ey. Schlimm. So, hier drin herum. Ist ja nicht weit. Er steht direkt hier am Hof. Wunderbar, gell? Der Maissack galoppt. So, das Gute, oder oh, 141.000 Euro fürs Diesel. Na, ist das was? Ich freue mich wie ein Schnitzel. Coole Sache, ey. Das ist ja gar nichts. Siehst du, hier ist jetzt kein Seasons Mod drauf. Könntest du jetzt wie ein beklopptes Sonnenblumen, Raps und Sojabohne ansehen. Und könntest mit Diesel richtig Kohle machen. Aber man kann nicht alles haben. So, der steht da, der ist da. Alles soweit am Hof. Immer noch ein schickes Kalsche, ne? So, der ist hier. Sehr schön. Dann fahren wir den auch zurück. Reicht das mit dem Wendekreis hier?
Ich kann nämlich hier die Sicht nach hier außen ist nicht so prickelnd. Kann ich hier durchfahren? Bitte. Danke. Gott sei Dank. So, jetzt ist er auch leichter. Merkt man direkt, ne? Der Anzug, Leute, der Anzug, der geht ab wie Schmieds Katze. Und man habe nur die kleinen Maschinen drin. Irgendwann kommt auch die groß, die 750 PS Maschine drin. Hundertprozentig. Kommt kein Auto, sehr schön. Upsala. So. So, mal einen schönen Wirtschaftsweg fahren mit dem Sattelauflieger. Ist ja eigentlich gang und gäbe, ne? Macht ja jeder. Oh, die Uhrzeit passt da oben auch. Das finde ich ja geil, ne? Die Anzeigen funktionieren da unten. Die Uhrzeit passt. Alles cool, ne? Stundenzähler 0,2 Stunde. Passt auch. Ja, schon ein guter LKW-Pack, dieser Volvo-Pack. Gute Sache. Da gibt es ja auch, glaube ich, einen Hakenlifter. Ja. Aber genug dazu, ne? So, und Wasser holen wir das nächste Mal auch, wenn es wieder hell ist. Ich möchte jetzt pennen gehen. Gut, dass wir hier das Licht angelassen haben. Oh, den haben wir auch noch. Mal gucken, vielleicht brauchen wir den noch. So, mein lieber Freund. So, es ist schon so spät, ich habe keinen Bock mehr. Ich könnte nochmal pullen, aber das kann ich auch in der Nacht machen. ja. Und Zehgeburtstag haben wir eigentlich letzte Woche erst, ne? So, wir haben, was haben wir? 10 Uhr. Das heißt, wir haben 8 Stunden bis 6, machen wir mal 10 Stunden. Achtung! Mietstall. Was ist denn der Mietstall? Oh, Tiere sind verstorben, ne? Dachte ich es mir doch, ne? Also ich glaube, mit den Tieren, das wird nichts. Wir müssen erst, wie viele Tiere sind verstorben? Jede Menge. Es regnet. Mitte Frühling. Ey, Tiere sind verstorben, das ist jetzt gar nicht gut. Ja, das habe ich ja gemeint, ne? Ich habe halt probiert, weil ich ja schon ohne Seasons Mods dann ziemlich weit vorangeschritten war, mit Lagerbeständen und alles mögliche. Ich hatte Gras, Heu, Stroh, Mischration, alles war am Start. Und durch das Update hier auf die 4.0, beziehungsweise die Seasons, waren ja die Lagerbestände alle weg. Jetzt kann ich die Tür nicht richtig verpflegen. Jetzt gehen sie aus. Ja, Company Name. Ja. What is my company name, Kollege? Ist da ein Traktor, oder? Was? Was steht da? Klagt nicht, kämpft, okay. Mein lieber Freund. So. Was? Welche Tiere sind denn weg? Ich habe gerade vor, am letzten Sonntag war ja ein Livestream vom FedEx schon auf der Südhemmen. Und, da war auch dann in den Kommentaren, konntest du auch lesen, was passiert mit den Tieren, die gestorben sind, kann man die zum Abdecker bringen? Ja, nicht so witzig, gell? Aber die haben doch, außer, gut, Wasser haben sie natürlich keins, ne? Das ist natürlich nicht so prickelnd, wenn sie kein Wasser haben. Guck mal, die Oma da hat ja kein Wasser da. Das heißt für uns jetzt, es ist ja hell, ja, wir haben 7.15 Uhr am Tag, wir fahren Wasser. Deswegen und auch jetzt ist die Rotbeleuchtung weg, Gott sei Dank. Ne? Ich bin schon vorkommen wie in der beste Viertel in Frankfurt. So, da holen wir mal Wasser. Dann kriegen alle Tiere dann ihr Wasser. Das wird wahrscheinlich der Grund gewesen sein, dass sie gestorben sind, leider. Weil Stroh und Heu und so Sachen, Gras, hatte ich ja Ballen gekauft. Das war eigentlich ausreichend vorhanden. Hat man ja jetzt nochmal gesehen, ne? Ach ja. So, Gelle. Ich gucke jetzt mal auf Übersichtscard, ob das Zeugs. So, gedüngt ist hier einmal nur. Hier ist zweimal gedüngt. Hier können wir die 12, 13 müssen wir nochmal düngen. Können wir eigentlich gleich angehen. Hier vorne das auch. Ich will jetzt nochmal gucken. Achtung, jetzt steht da bestimmt kaputt oder nicht angewachsen oder sonst was. Gepflanzt. Bis jetzt ist es noch gepflanzt. Also Keimung fehlgeschlagen. Habe ich jetzt tatsächlich nur an den drei Stellen hier. Muss mal gucken.
Ja, es regnet ja jetzt, oder es hat geregnet in der Nacht. Boden ist feucht. Ich glaube zumindest, dass es geregnet hat. Es hat sich so angehört. So, jetzt fahren wir erstmal die Tiere ab. So, die Hühner schon. Wo habt ihr denn euer Behältnis für das Wasser? Da vorne? Ne, das ist doch das Getreide. Die Hühner kriegen auch kein Wasser. Super. Ist mir gerade eben eingefallen. So, jetzt kommst du mal hier ums Eck mit dem langen Geschirr. Hat der eine linkbare Achse hinten? Nö, ne? Was? Wasser? Wasser? Für die Hühner dann doch, oder was? Ach, da hinten sind die Eierpaletten, guckst du. Siehst du? Läuft doch. So, Würze haben wir nicht. Aber wir haben Kühe. Nehmen wir so viel, aber wir haben noch welche. Der Kartoffelwäscher, der Sprudel läuft Tag auf, Tag ein. Oh, oh, also die Kühe, die haben echt Durst. Ne? Also da muss man sagen, die kriegen viel Wasser. Gut, dass das Zeug nichts kostet. Hallo? Ehrlich? Hammer, ey. Hammer hat... So, nur der Chef schon. Chef, Schlammergräder. Da müssen wir zu den Pferden fahren. Aber bevor ich zu den Pferden fahre, werde ich tatsächlich... Oh. War das jetzt für die Waschanlage hier? In Waschanlage, in Waschanlage, in Waschanlage, in Waschanlage. Eigentlich brauche ich der Kartoffelwischerwasser, ne? Wischerwasser, Dusche. Egal, wir haben keine Kartoffeln drin, noch kein Diesel, gar nichts. So, den machen wir nochmal voll, fahren zu den Pferde hoch. Pferde hoch. Kann man auch gleich mal gucken, ob ich hier tanken kann. Bestimmt, aber jetzt weiß ich nicht, ist es vom Container oder ist es vom von der echten Tank. Naja, das ist 7 Euro, das ist war von der Echtanke nach. So, was mit dir? Achso. Ich dachte eben, da kommt einer raus. So, hallo. Feld, was war es jetzt? 12 und 13? Ne, 7, 13? Keine Ahnung. Die müssen ja noch mal das zweite Mal gedüngt werden. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen kann. Ohne Seasons ginge es wahrscheinlich schon. Mit Seasons kriegen wir jetzt raus. Bilde ich mir das ein oder ist es so, dass ich viel zu viel Zeug hier rumstehen habe, das ich eigentlich seltenst brauche? Man muss eigentlich echt mal sich überlegen, was brauchst du ständig, was brauchst du ab und zu, ne? Was du ab und zu mal brauchst, das kannst du eigentlich immer mieten. Sonst steht es hier nur rum. Muss das reparieren. 12 und 13, das war glaube ich noch einmal zu düngen, mindestens noch einmal zu düngen. Jetzt können wir gerade mal gucken, wenn ich hier den normalen Hänfer ansetze und er funktioniert, dann... können wir schon düngen. Wenn er nicht funktioniert, dann müssen wir noch warten. Ha? Wird noch nicht angenommen. Das ist natürlich, ne? Klar. Das passiert erst bei der nächsten Wachstumsstufe. Also, das war zu viel des Guten. Oder zu früh des Guten, gell? Zu früh des Guten war das. Da steigen wir gerade mal. Das ist ein Deutsch, der kann hier noch ein bisschen was einsehen.
Was ist denn jetzt los? Achso, Gmosche. Oh Gott, ja, ich bin hier so vertieft, so konzentriert, dass ich den Timer, ihr kennt mich ja mittlerweile, ne? Ja. Den Timer immer ein bisschen vernachlässigt, beziehungsweise gar nicht drauf guck. Moment, wir gucken gerade mal, was wir denn angepflanzt haben, was wir anpflanzen können und dürfen. Wir haben angepflanzt. Das ist alles Raps, das ist Spargel. Hier ist noch nichts. Wir haben in der Raffinerie, brauchen wir Raps. Sollen wir hier nochmal, könnten wir eigentlich mal Sonnenblume drauf machen. Mir geht es um den Diesel, Leute. Haben wir hier Sonnenblumen drauf. Genau. Also, es geht da mit der Seemaschine nicht, gell? Spassig, ey. Machen wir Sojabohnen. Sojabohnen. Das sind sie. F14. So, hallo. Ja, ich habe ganz vergessen. Das Problem ist, wenn du hier das Menü unten auffasst, reagiert er also mal nicht. Reagiert er aber zu nennen. So, sehen 9 Meter rund. Das müsste es sein. Und dann täte ich sagen, mach mal hin. Da vorne ist der erste Punkt. Viel Spaß dabei. Hier haben wir Kalk drin gehabt, ne? Zum Kalken. Klar, müssen wir noch abholen. So. Ja, ich könnte es vorher düngen, macht aber keinen Sinn, weil die Seemaschine schon düngt, deswegen bleibt er mal hier stehen. Jetzt kann man erkennen, guck mal, es ist nicht mehr dunkel. Man kann den 8400R erkennen. Erkennen. Hier können wir den Beladewagen abholen. Und was ich auch schauen muss, was denn mit den Tieren ist, so Stroh- und Grasmäßig oder Heumäßig, dass man da die Ballen, die wir noch haben, irgendwo liegen die rum, dürften eigentlich auch vom Regen und über die Nacht nicht kaputt gegangen sein, weil sie halt in einer Halle lagen. Gelegen, Lagen, Lugen haben. So, ja, genau. Eben sah ich schon auf der Timer gerappelt. Dann würde ich sagen, ist die Folge auch schon wieder vorbei. Ja? Ich war jetzt das erste Mal, ich bin so abgelenkt. Also, dann gucken wir in der nächsten Folge, was wir denn den Tieren wieder Gutes tun können. Die Ballen liegen noch da hinten. Liegen noch da hinten. Wunderbar. Gut, liebe Leute, dann danke fürs Zusehen. Ja. Entschuldige mich schon mal im Voraus für die ab und zu vorhandene geistige Verwirrtheit hier. Aber es hat ja mittlerweile gewöhnt von mir. Gut. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es so war, gerne ein Abo da lassen und einen Daumen nach oben, mit mich freuen. Und ja, so wie es jetzt aussieht, bleibt der Seasons Mod auf der Südhimmel, weil wenn die morgens Sonne aufgeht, geht es ja auch eigentlich. Ne? Bleibt nur abzuwarten, ob alles Angesäte anwächst. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.